Hallo, in Deutschland gibt es zwei Hochschultypen: Fachhochschulen und Universitäten. Fachhochschulen betreiben anwendungsorientierte Lehre und Forschung auf wissenschaftlicher Grundlage und sind eher darauf ausgerichtet, praktische Fähigkeiten zu vermitteln, mit denen man direkt in die Berufswelt einsteigen kann. Universitäten dienen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre und Studium, doch auch sie vermitteln praxisorientierte Berufsqualifikationen. An beiden Hochschultypen wird geforscht und gelehrt. Während sich die Fachhochschulen mehr auf die Lehre konzentrieren, steht bei den Universitäten eher die Forschung im Zentrum. Für Studierende zeigt sich der Unterschied beim Berufswunsch. Zukünftige Ärzte, Lehrer oder Juristen studieren in der Regel an Universitäten. Ingenieure oder Ökonomen sind an Fachhochschulen meist besser aufgehoben.